Schmeckt immer so ein bisschen wie so ein Chemieunfall, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einem Produkt, was ich bei Penny entdeckt habe, und zwar die neuen Trolli Watermelon Splash. Ja Leute, das Ganze sind Trolli Glotzer, einfach nur mit einer sauren Wassermelonenfüllung. Ich habe ja schon die Fußbälle für euch getestet, die hatten eine Füllung, die nach saurer Apfel geschmeckt hat. Hier haben wir jetzt einmal Wassermelonengeschmack, die Sommer Edition. Und es ist nicht einfach nur Wassermelone, sondern es ist saure Wassermelone. Nein, doch. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich liebe Melone, ich liebe auch Wassermelone. Allerdings, Wassermelone in Kombination mit Fruchtgummi ist meistens immer so ein bisschen, künstlich. Das ist immer, schmeckt immer so ein bisschen wie so ein Chemieunfall, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich bin sehr gespannt, wie die hier schmecken. Ich zeige euch das Ganze mal in einer Großaufnahme, indem ich eine so eine Schaumgummikugel hier durchschneide. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie schmecken werden. So, und hier habe ich einmal diese Schaumgummikugel für euch. Das ist, wie gesagt, sie sind sehr weich, wie auch die Trolli-Glotzer eben sind. Und ihr seht hier, oh, ich kriege das gar nicht richtig hin. Moment. Ach ja. Echt richtig klebrig und eine richtig schöne rote Füllung. Das Ganze riecht wirklich nach Wassermelone. Der Geruch stimmt schon mal. Und ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. So, ihr habt hier diese glibbrige Kugel in der Großaufnahme mal gesehen. Was auch wirklich eine Kunst ist von mir, ist so durchzuschneiden, dass es sich wieder automatisch schließt. Boah, das riecht richtig krass nach Wassermelone. Eigentlich ist nur die Füllung, glaube ich, der Wassermelonengeschmack. Außendrum ist einfach nur so eine Schaumgummikugel. Oh. Ui. Okay, diese flüssige Füllung ist echt richtig, oh, die ist sauer. Es ist sauer. Das hätte ich nicht gedacht. Wassermelone in Kombination mit so einem sauren, mit so einer Säure, kenne ich gar nicht. Boah, es schmeckt wirklich nach Wassermelone. Es ist wirklich, es ist ein bisschen künstlich. Das ist immer so. Wassermelone in Kombination mit Fruchtgummi ist immer ein bisschen künstlich. Es schmeckt, ich glaube, wie gesagt, wie ich das auch eben schon vermutet habe, nur diese Füllung schmeckt nach Wassermelone und der Kern ist wirklich sauer. Finde ich nicht so geil. Also für mich wäre es ein bisschen besser gewesen, wenn die Füllung innen drin süß gewesen wäre und nach Wassermelone schmecken würde. Aber es ist wirklich sauer. Es schmeckt aber nach dem, was draufsteht. Also man kann es jetzt hier auch nicht wirklich schlecht bewerten, ja, weil es schmeckt ja nach Wassermelone und innen drin diese Füllung, der Kern, ist auch sauer. Ich finde, dass der saure Geschmack nicht zum Wassermelonengeschmack passt. Ich finde, Wassermelone muss immer süß sein. Es ist auch ein bisschen künstlich. Es ist, es schmeckt komisch. Ich mag Wassermelone in Kombination mit einer Süße. Ich mag Wassermelone als Obst auch total gerne. In Fruchtgummis finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil es sehr, sehr künstlich ist. Ich würde dem Produkt hier 7 Punkte geben. Ich würde es nicht nochmal kaufen. Ich habe es bisher auch nur bei Penny entdeckt. Am besten finde ich immer noch die Trolli Glotzer mit dieser Waldfruchtfüllung, die auch ein bisschen sauer ist, glaube ich. Und diese Fußbälle mit Sour Apple. Richtig, richtig geil. Probiert die auch gerne aus. Diese Fußbälle gibt es, glaube ich, auch bei Rewe und bei Kaufland. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in meinen nächsten Testvideos.